Wir haben, ich glaube, so ein ähnlich fetches Mal gehabt und das haben wir verkackt. Kann ich kommen? Jawohl. Apfel. Und damit wieder herzlich willkommen zu einer Runde World of Warships. Wir sind unterwegs und wir haben gerade, was waren jetzt? Achso, Abkürzung KW-16. KW-16. Was ist KW-16? Ja, wenn du es mir so zusammenhangslos einfach so an den Kopf schmeißt, ja, dann frage ich mich auch, was soll das sein? Ja, wenn du dann natürlich sagst, Kalenderwoche 16, alles klar. Das stimmt. Ja, aber so aus dem Nichts so. KW 16. Das sind halt so diese Sachen, die man dann immer hat, wenn man in einer gewissen Berufsgruppe arbeitet. Ja. Weißt du, das ist wahrscheinlich dann so bei dir, wenn man sagt, hol mir mal den neuen Dreiviertel oder so. Ja, da würde ich erstmal an Harry Potter denken. Okay. Alles klar. Ja, ich hole dir das gleiche 9 3/4, alles klar. So, mal gucken. Flugzeuge, weil die gestern nicht unbedingt gesehen werden. Verdammt. Sprach er und wurde entdeckt. Mm. Ja, dann müssen wir nochmal hier so ein bisschen drehen. Warum nicht so eine Schlängelinie? Ich will mich hinter dir verstecken. Ja, dachte ich mir schon. Ja, denkst du, die sollen zuerst auf mich schießen? Dachte ich jetzt so. Ich wollte dich jetzt mal vorschicken, aber vorhin hast du schon volle Power gegeben. Ja, da würde ich dranbleiben. Ja. Ach man, diese blöden Flugzeuge. Haut ab. Wenn ich trotz größerem Bogen nehmen kann. Guck mal, weil jetzt haut er seine Torpedos auf uns drauf. Schön. Sag doch. Ach, das war ja ein Missplay von ihm. Oh ja. Ach, das ist... Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon brenne. Ja, macht aber ziemlich krass, weil wir haben keine Luftabwehr. Stimmt, ja. Ziemlich blöd. Und hinten steht doch so eine Kaiser rum, die nichts macht. Schieß doch. Oh! Ist okay, wie sie sich zurückmeldet. Die hat mich schon einmal getroffen sogar. Ja, das... Finde ich nicht nett von ihr. Guck mal, jetzt sind wir eigentlich auch wieder unentdeckt. Miyogi ist da rechts also noch. Ich würde da weit links rumfahren, ne? Gegen die Kaiser, aber... Ja, die Kaiser wird relativ weit links fahren und wir werden jetzt einfach mal der Kaiser den Gefallen tun. Ja, aber rechts würden wir ja, ja genau, rechts würden wir ans Kreuzfeuer geraten, also wir müssen eigentlich nach links. Ja. Ich glaube, so macht sich das halt auch besser, echt mit Zerstörern. Also entweder gibt es halt Zerstörer, mit denen spielst du halt auf Sichten, Gegner sichten und dann gibt es halt, so wie wir es machen, halt in Trupps. Wo du halt noch mehr Torpedos hast. Hm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt Range-Torpedos raushaue oder es lieber lasse. Wie viele Kilometer gehen die hier? 6 bloß, oder? Die gehen 6,3. Naja, das reicht noch nicht. Meinst du, die fährt so schnell, dass die... dass die Ritz fährt? Die zielt woanders hin, das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen die Kilometer ausnutzen und dann... Die zieht uns ja auch nicht. Jetzt gleich aber. Fährt die denn auch auf uns zu? Die bleibt ziemlich lange stehen, ja, würde ich sagen, aktuell. Jetzt hat sie mich entdeckt zumindest. Ja gut, aber bis sie die Türme gedreht hat. Ja, sollen wir trotzdem schießen? Jetzt können also wir, vielleicht, ja. Ja, vielleicht merkt sie uns ja nicht. Also, ich schieße jetzt. Ja noch nicht, dass sie die Türme dreht. Ja, wenn wir jetzt noch näher ranfahren, dann kommen die Sekundärschütze. Kannst auch Torpedos schießen jetzt, ne? Jetzt dreht sie die Türme. Jetzt kommt die Sekundärbatterie. Schon? Ja. Also wie schnell drehen denn die Türme? Achtung, Torpedos vor dir. Ja, ich drehe gerade dabei. Ein Torpedotreffer habe ich gesetzt. Zwei. Sehr gut. Ich
Ich sehe schon wieder, wir haben, ich glaube, so ein ähnlich falsches Mal gehabt und das haben wir verkackt. Oh, jetzt treffe ich, komm. Jawohl. Hab sie. Sehr schön, Sven. Sehr gut, ich habe meine komplett alle gefailt, aber jetzt, wo wir dann so nah dran waren. Ja, wir haben ja schon die Fressen jetzt. Ja, muss ich auch sagen. Das geht, ist okay. Ist okay. Gibt weil die Geschlechter gemacht haben. Ja, ja. Ja, ich war mir jetzt zum Schluss auch unsicher, wie wir fahren sollen. Ne? Wir haben ja dann direkt drauf zugesteuert, aber ob das so die beste Idee war, weiß ich auch nicht. Aber anders wäre es auch vielleicht nicht geworden. Ich weiß nicht. Vor uns ist direkt Mioi. Daneben. Ich kann meine Torpedos nicht schießen, weil du in meinem Schussfeld bist. Ich weiche ja gerade schon aus. Nee, es ist halt. Schieß mit der falschen Munition, kann das sein? Nee, ich bin. Du versuchst sie gerade im Brand zu stecken und ich versuche gerade Schaden aus. Brennt. Wir drücken sie mal eine Runde raus, ne? Ja. Natürlich, das Feuer macht natürlich auf lange Sicht mehr Schaden. Komm, ich verbrenne sie, jawoll. Sehr schön. Verbrannt. Mein Schiff. Eins! Alter, meine beiden Fronttürme sind beschädigt. Schädigt richtig hier raus, so richtig weg. Nee, die sind nur beschädigt, aber. Aber wir nehmen jetzt gerade mal die Position hier noch ein. Das ist gut. So keiner mehr da von denen. Das ist gut. So. Ich würde mal sagen, war ein gezielter, ordentlicher Angriff. Zwei ja. Schlachtschiffe rausgenommen. Kann man mit leben, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich lange unentdeckt gewesen und dann einen schönen frontalen Angriff gemacht, schön unter Druck gesetzt. Jo, am Ende ist alles richtig gemacht. Ja. Also gut, im Detail kann man bestimmt immer noch viel besser machen, aber für Gelegenheitsspieler, wie wir es sind, würde ich mal sagen. Ich fand's auch in Ordnung. Jo. Also, was sagt ihr da draußen? Wie habt ihr das gesehen? War das jetzt in Ordnung so? Würdet ihr das auch so spielen oder hättet ihr gesagt, na, ich hätte vielleicht noch mehr in die Mitte dann doch eher reingezogen oder komplett das eigene Team sozusagen abgesmoked. Gibt ja auch viele, die das dann halt in der Hinsicht so machen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, dass wir hier nicht Torpedos fressen. Die Kaiser wird wahrscheinlich schon viel vorher abfangen. Zumindest den einen. Der Beschuss hier. Wo kommt die denn Beschuss? Da hinten schon. Ach, da hinten irgendwo. Der CV ist halt da mittendrin in den Inseln irgendwo. Bisschen früh losgeschickt. Ah, guck mal, da ist die Kuma. Das war der Vorteil, weshalb ich mich am Anfang nicht gelöscht habe. Fahr mal weg da. Du fährst zu viel Schaden, dann nehmen wir die scheiß Position hier hin. Ich habe gleich in 15 Sekunden auch nochmal eine Runde Smoke. Also ich fahre jetzt so weit ich kann. Ich auch. Folgt hier gerade. Ich lege hier vorne mal den Smoke hin, weil dann können wir uns dahinter auch hinstellen. Mal Torpedos nicht erschrecken. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos Achterhaus. Nebelwand gelegt. Blöd ist, die Miyogi, wenn die Schaden kriegt, dann wird das immer so weit wieder drunter gesetzt. Der Counter.
Wenn die draußen geblieben werden, ist wahrscheinlich schon eingenommen. Ja. Verdammt, jetzt habe ich auch nochmal Schaden bekommen. Ja. Aber vielleicht kriegen wir jetzt die Kuma raus. Meine Torpedos? Ne, glaube ich nicht. Meine Torpedos? Nein. Dann nochmal Yassi irgendwie. Oh, ein Phoenix kommt da auch noch. Scheiße! Oh, das wird doch nochmal spannend. Lass mich raus hier nochmal, ey. Sauber. Aber da ist ein Phoenix rechts von dir. Ja, ich habe halt auch nicht mehr viel Lebenspunkte. Was geht hier ab, Leute? Das dauert oh, dann. Nee! Oh Mann! Damit hätten wir jetzt die ganze Zeit gerade nicht gerechnet. Ganz ehrlich, wenn uns. Das war jetzt kurios. Wenn unsere eigenen Kollegen nicht mit reingefahren wären in die Flagge, hätten wir die Kacke eigentlich geholt. Weil die sind reingefahren und dann wurden die getroffen und dadurch wurde der Timer jedes Mal noch weiter zurückgesetzt, als wenn die uns das halt einnehmen lassen. Ja. Wobei ich das Leute, was ist eure Meinung? Nee, noch nicht. Also, noch nicht. Wobei ich das vom Spiel her gerade nicht so richtig kapiere. Weil für mich wäre es logisch, je mehr da reinfahren, je schneller müsste das eingenommen werden. So, fährt da von uns noch ein Dritter mit rein, wird getroffen und dann wird der ganze Vorsprung, den wir beide schon erarbeitet haben, wird einfach mit runtergesetzt, wieder weggenommen. Ja, das ist richtig. Was ist denn das für ein System? Ist doch. Hä? Es ist halt pro Verteidiger. Ja, sehr, sehr pro Verteidiger. Das war wirklich. Das war jetzt tatsächlich das Zünglein an der Waage. Wenn unsere eigenen Leute nicht mit reingefahren wären, hätten wir es angenommen. Ich meine, gut, damit habe ich jetzt selbst nicht mal gerechnet. Ich hätte wahrscheinlich an weniger Stelle es auch so gemacht. Aber ich war halt auch überrascht, dass jetzt so viele feindliche Schiffe nochmal rangekommen. Das ist doch eine Fülle. So, jetzt darfst du abmoderieren. Leute, lasst gerne eure Meinung dazu da, wie es sich letztendlich dazu verhält. Mit dem Verteidigungsbonus kann man jetzt hier schon sagen. Wie findet ihr das? Eure Meinung ist gefragt. Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Und wir hören uns und sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Genau, macht's gut.